All-In-Urlaub mit dem All-In. Nein, natürlich kein All-In-Urlaub, aber ein super Einstiegsmodell. Wer präsentiert mir das denn? Der Michael. Sehr schön. Ja, also wir haben gesagt, die wollen wir auf jeden Fall mal zeigen, die Einsteigermodelle, weil die sind natürlich super interessant für Leute, die vielleicht sich das erste Reisemobil jetzt kaufen und eben der Geldbeutel dann doch nicht so viel hergibt. Natürlich ist es immer noch ein stolzer Preis, aber man muss sagen, die Campingmobile, die werden halt auch einfach immer teurer, oder? Wie alles teurer wird aktuell, werden auch natürlich die Fahrzeuge teurer, ja. Hier haben wir jetzt ein Modell, was sehr, sehr hell ist. Wird es denn gerne gekauft? Ja, also es ist ein beliebter Klassiker bei Adria, der All-In. So wie der Name sagt, ist schon vieles mit dabei. In dem Preis, wie das Fahrzeug ausgestellt ist, ist eine Markise mit drin, eine Solaranlage ist auf dem Dach, Rückfahrwarner sind mit drin, eine Rückfahrkamera ist mit drin, Lederlenkrad ist mit drin. Also hier ist eigentlich das Komplettpaket, einfach nur noch einsteigen und losfahren. Ja, das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Und wie gefällt dir jetzt persönlich das Helle? Nochmal was ganz anderes jetzt im Vergleich zu dem mehr sportlicheren Modell, ja. Aber finde ich ehrlich gesagt auch sehr erfrischend. Ja, also es ist ein bisschen mehr Holz, ne? Ja, also wie Tag und Nacht im Prinzip, ja. Ich glaube auch, also das ist jetzt ein bisschen weg von diesem klassischen Adria, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, weil das ja doch sehr clean die anderen sind und das jetzt doch wieder ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, wohnlicher mit dem Holz. Hier sind einfach zwei verschiedene Modelle. Also die Access- und Plus-Baureihen sind vom Möbeldekor, so wie das Fahrzeug hier zu sehen ist. Und die anderen Fahrzeuge, die wir uns angeschaut hatten, ist Supreme und Sports. Die sind einfach mit diesem weißen Holz anstatt dem holzfarbenen Holz. Okay, genau. Wir gehen jetzt nochmal auf den Namen kurz ein, weil die jetzt das andere Video nicht gucken. Wie setzt sich jetzt dieser Name zusammen? Twin bezieht sich auf die Kastenwagen bei Adria, All-In einfach auf dieses Modell, wo schon alles mit drin ist. 600 ist die Fahrzeuglänge, also in dem Fall 5,99 Meter. Und SP bezieht sich in dem Fall eigentlich auf das Schlafkonzept, das ist ein Querschläfer. Deswegen okay. Ist er auch auf 5,99. Den gibt es auch nochmal als 640 SL, das sind dann wieder feste Längsbetten mit drin. Verstehe. Also das finde ich bei Adria echt super, dass man da sich den Namen selber zusammen bauen kann sozusagen, beziehungsweise man weiß dann immer, wenn man die einzelnen Abkürzungen kennt, was eben gemeint ist. Und man weiß aufgrund des Namens auch direkt die Fahrzeuglänge, weil das ist nicht immer so. Und manchmal ist man dann auch verwirrt von 5,9 und dabei ist es irgendwie ein 7-Meter-Auto oder so. Genau. Aber es ist doch wirklich ein bisschen anders hier drin, finde ich. Also das, was ich jetzt so sehe. Ist denn außen auch noch irgendeine Besonderheit, die jetzt sich von den anderen unterscheidet? Auch hier, wie vorhin schon mal erwähnt, haben wir aufgesetzte Fenster und keine Rahmenfenster in dem Einstiegsmodell. Das ist der Unterschied zu einem anderen Fahrzeug. Und die Supreme- und Sports-Varianten gibt es auf Fiat. Oder sind meistens auf Fiat, sind auch auf Citroën bestellbar. Hier stehen sie als Fiat und die All-In-Modelle sind ausschließlich auf Citroën. Ja. Jetzt müssen wir ganz kurz nochmal sagen, hier neben mir... Ich muss korrigieren, die gibt es nur noch auf 4, sehe ich gerade. Okay, kein Problem. Einfach nochmal sagen, nee, wegen Zuschneiden. Nee, wir schneiden die Videos nicht, tatsächlich. Also. Deswegen, es wird alles in einem sein. Genau, und zwar, was ich gerade sagen wollte, der Mann, der neben mir steht, Michael, ist tatsächlich Versicherungsberater, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Und verkauft hier jetzt Autos von Adria, weil er auch selber Kunde von Adria ist. Und ich muss sagen, dafür weiß er schon echt viel über die Fahrzeuge und das ist auch richtig cool. Aber man würde es jetzt erstmal gar nicht denken, dass Dankeschön. Du normalerweise was anderes machst. Hat John auch bestätigt. Und genau, jetzt aber zurück zum Fahrzeug. Wir sehen jetzt hier einen Querschläfer. Wir haben hier auch unten nochmal Stauraum. Ich weiß nicht, kann man das Ganze hochklappen? Sieht fast so aus, oder? Genau, hochklappbar ist es. Mhm. Ist nicht so flexibel wie bei dem elektrischen Bett in dem anderen Fahrzeug, was ich euch gezeigt hatte. Aber ich kann hier das Ganze hochklappen und kann auch entsprechend was einladen. Sehr schön. Ja, also es ist doch sehr flexibel auch einsetzbar. Finde ich cool. Also es ist auch, wie gesagt, durch das Helle macht es das Raumgefühl viel, viel größer. Und hier haben wir jetzt aber, die Fenster sind quasi nur zu Deko, oder? Ah, nee, hier sind gar keine. Bei den Querschläfern würde man sonst im Endeffekt mit dem Kopf im Fenster liegen. Ja, okay. Ja, das kannst du vielleicht auch noch mal kurz erklären. Also diese Aussparung, die würde es wahrscheinlich sonst gar nicht, also es würde gar nicht gehen mit Fenster, oder? Gehen würde das schon, aber Adria hat sich, glaube ich, bewusst dagegen entschieden, weil du einfach mit dem Kopf im Fenster liegen würdest. Dann hast du entweder einen Rollladen,
am Kissen oder ein Fliegengitter. Das macht so wenig Sinn. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gerne nochmal das andere Modell an. Und wenn es dann noch Fragen irgendwie offen sind, können wir nochmal zurückgehen und uns das andere auch noch von innen sehen. Das Modell, hier haben wir jetzt einfach wieder das andere Schlafkonzept, das heißt mit den Längsbetten, und dann sind auch hinten wieder die Fenster links und rechts mit drin. Dann schauen wir uns das doch mal als erstes an. Und war doch wahrscheinlich schon so, dass die Längsbetten eher gefragt sind als das Querschläferbett. Es kommt immer drauf an. Also ich persönlich finde ein Querbett vollkommen in Ordnung. Ja. Längsbetten wollen viele, gerade wenn sie vielleicht schon etwas älter sind, die einfach nicht übereinander klettern wollen, die nehmen dann entsprechend eher die Längsbetten. Das eine oder das andere einfach irgendwelche Vorteile auch, oder? Die Bettenlänge ist nochmal ein bisschen Unterschied. Bei den Längsbetten ist eine Seite ein Stück länger, aber ansonsten sehe ich persönlich keinen großen Vorteil, aber das muss jeder für sich entscheiden, ob er lieber einen Längsschläfer hat oder einen Querschläfer. Ja, und halt auch Fahrzeuglänge, ob genau die entscheidend ist oder nicht. Genau, bei 6 Metern bin ich natürlich etwas kompakter. Es gäbe es auch sogar noch mal als 5,40 Meter Variante als Querschläfer. Da ist aber alles etwas kompakter drin. Die klassischen sind die 5,99 Meter oder die 6,36 Meter. Ja. Jetzt bin ich ja doch neugierig geworden. Du hast gesagt, du hast dir einen Adria bestellt, einen Kastenwagen. Ja. Welcher ist es denn geworden? Ein Sports. Okay. Und welcher Grundriss? So wie er im Endeffekt hier steht, mit dem elektrischen Bett. Okay, alles klar. Also heißt, bist du auch Sportler? Ja, aber nicht, dass ich das Fahrzeug dafür unbedingt bräuchte. Ah, okay. Warum hast du dich denn dafür entschieden? Einfach für die Flexibilität. Mhm. Dass man halt auch mal was transportieren kann, genau, und so weiter. Okay, nee, macht Sinn. Ist es dann ein einziges Fahrzeug? Für einen Urlaub ja, sonst nein. Nein. Okay. Ja, es gibt ja auch, ich denke, immer mehr Leute, gerade vielleicht, die in Städten leben, die sagen, ja, ich brauche dann halt vielleicht nur noch einen Kastenwagen und wenn ich es doch mal brauche, das Auto, ne, dann nehme ich das. Aber ja, klar, wenn man es sich leisten kann, natürlich auch noch eins. Okay, dann lass uns doch da mal jetzt reinschauen. Jeanne filmt gerade auch gerne nochmal den Namen ab. Er hat es vorhin schon mal erklärt, aber dieses SL steht eben für Längsbetten. 6,40 Meter ist die Länge. Also ihr seht, ich habe es auch verstanden. Und ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. So, hier sehen wir jetzt andere Sitze. Das ist natürlich jetzt eine andere Baureihe auch, ne? Ja, genau. Andere Baureihe, verschiedene Polster. Aber auch hier gibt es verschiedene Polsterungen. Drüben im 6-Meter-Modell waren die hellen Sitze drin. Hier sind die dunkleren drin. Aber auch hier kann man da die Polsterung differenziert wählen. Ach so, also die Polsterung ist unabhängig vom Modell? Oder ja, gibt es da verschiedene? Nein, es kommt aufs Modell an, aber es gibt verschiedene Polstervarianten je nach Modell. Je nach Modell. Ah, das heißt, okay, es hätte auch so aussehen können jetzt wie der andere, den wir jetzt gerade eben von außen gesehen haben. Genau. Wo wir genau neben dran, genau, waren, mit dem hellen Polster, ja, drin, ja, ja. Da war ja beige aber drin. Nicht so wie beim Supreme oder bei dem Sports. Genau, nee, das sind andere. Ja, okay. Habe ich verstanden. Ich habe mal was verstanden. Von innen sehen die eigentlich fast identisch aus, ja, ne? Ja, ja, genau. Ja. Was hier fehlt, ist das Rooftop, also vorne die ja, Verglasung, und auch die Dachluke ist eine kleinere, als man sie beim Supreme bestellen kann. Wie ist das? Sind das Glasfenster oder Kunststoff? Kunststoff. Okay. Ja, wir haben nämlich jetzt auch schon einen Hersteller gesehen, der das mit Glas macht. Und da wurde uns gesagt, das wird nicht oft so gemacht. Anscheinend nicht. Ich zeige noch mal kurz die Schubladen. Also die sind natürlich alle so um die so ähnlich. Bad kann ich auch noch mal kurz zeigen. Ist bei dem anderen Modell drüben auch ähnlich dann. Hier kein Schwenkbad, richtig? Genau, hier gibt es kein Schwenkbad. Hier wäre es klassisch mit Vorhang. Okay. Also für jeden Geschmack eigentlich irgendwas da, Mikro. Für jeden Geschmack eigentlich irgendwas dabei. Wer lieber Schwenkbad mag, wer lieber mit Vorhang mag, wer lieber hell mag, wer sportlich und so weiter und so weiter. Genau. Und auch natürlich von den Betten gibt es unterschiedliche Varianten. Jan, was würdest du sagen? Du würdest einen Querschläfer nehmen oder einen Längsschläfer? Kommt ganz drauf an. Ich glaube wahrscheinlich sogar den Längsschläfer. Ja. Ich weiß nicht, gibt es da auch die Möglichkeit, dann auch einfach nur eine Hälfte vom Bett zu benutzen? Oder? Ja, also wenn man Längsschläfer nimmt, man kann natürlich hochklappen, aber das sind eigentlich feste Verstrebungen dazwischen. Ach, okay. Die sollten eigentlich unten sein. Okay, das heißt im Endeffekt kann ich das in keiner Art und Weise irgendwie dann abmontieren und dann irgendwie einfach zu Hause stehen lassen oder so. Dann kann man zumindest nicht mehr das Bett vernünftig nutzen. Dann ja, wirklich auf den SGX zum Beispiel gehen mit dem elektrischen Bett. Ja, das stimmt. Das kann man auch machen. Ja. So ist es. Nee, ich denke, wir haben jetzt auch nochmal von den zwei Modellen einen guten Überblick gegeben. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten.